Was geht ab und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu diesem neuen Video von mir. Es ist ein Full Day of Eating und für diejenigen, die gar nicht wissen, was hier gerade abgeht oder wer ich bin, mein Name ist Rebecca und ich bin jetzt mittlerweile, ich weiß gar nicht wie lange, aber ich bin ein paar Wochen schon auf Diät oder dabei, back zu meiner Fitnessroutine zu kommen, zu meiner ultra krassen Fitnessroutine. Heute zeige ich dir, was ich so esse. Falls du mehr darüber wissen willst, wie genau ich meine Fitnessziele erreiche, wie die letzten Wochen auch schon verlaufen sind und auch einen kleinen Formcheck schon sehen willst, solltest du die letzten beiden Videos auf jeden Fall abchecken. Kleiner Disclaimer vorab, ich bin erkältet. Ich finde auch, dass ein Full Day of Eating, also so ein Tag, immer nicht sehr aussagekräftig ist. Deswegen wollte ich eigentlich mehrere Tage aufnehmen und kam die Erkältung. Aber wir haben jetzt, ich habe jetzt mitgebracht, was ich mitgebracht habe und ihr werdet auf jeden Fall einiges an Essen jetzt sehen können. Und deswegen starten wir auch direkt mit vorgestern morgens. Wo die meisten Leute wahrscheinlich das Frühstück essen, die umstrittenste Mahlzeit irgendwie überhaupt. Die einen sagen, sie ist essentiell für den Tag, die anderen sagen, sie ist überhaupt nicht notwendig, eventuell sogar ungesund. Es gibt Studien, die beide Seiten so ein bisschen stützen. Ich mache das so, dass ich da immer auf meinen Körper höre und festgestellt habe in den letzten Jahren, dass ich morgens einfach überhaupt nicht hungrig bin. Und wenn ich dann so die erste halbe Stunde gearbeitet habe, würde ich mir dann einen Kaffee machen. Ich versuche momentan die Milch aus dem Kaffee rauszulassen. Noch vor ein paar Wochen habe ich wirklich immer sehr, sehr viel Milch im Kaffee gehabt, auch Fettschaum mit drauf gemacht, also so Pflanzenmilch, ne? Habe dann festgestellt, dass das morgens, dadurch, dass ich arbeite, ich hier so im Flow bin, ich gar nicht mitkriege, wie ich das trinke und das gar nicht richtig genieße und dann verschwende ich ja irgendwo auch die Kalorien. Das heißt, das lasse ich jetzt weg. Entweder trinke ich den Kaffee schwarz morgens oder mit einem Mini-Schluck Milch einfach reingekippt. Gegen Mittag meldet sich dann bei mir doch aber der Hunger. Das ist dann sozusagen mein Frühstück. Momentan fällt es mir sehr leicht, ein proteinreiches Frühstück zu haben. Ich mache das sehr gerne, weil ich dann einfach hinten raus am Tag nicht mehr den Stress habe, dass ich irgendwie Kohlenhydrate und Fette schon verballert habe und eigentlich nur noch Proteine essen sollte und gar nicht weiß, wie ich vegane, plane Proteine so zu mir nehmen kann. Deswegen starte ich da sehr gerne mit einem Soja-Joghurt. So habe ich das jetzt auch in diesem Full Day of Eating gemacht. Da habe ich 200 Gramm Sojajoghurt genommen. Ich nehme immer einen ungezuckerten. Darauf würde ich an eurer Stelle auch wirklich achten. Ich mische mir dann da ein bisschen Proteinpulver mit dazu, damit es einfach noch proteinreicher wird und auch nicht nur nach Sojajoghurt schmeckt, obwohl ich den Geschmack eigentlich sehr gerne mittlerweile mag. Ich nehme mir jetzt aktuell von ESN meinen Vegan Designer Pro in der Geschmacksrichtung Cinnamon Cereal, glaube ich. Und da sind sogar kleine Cereal-Stücke drin und das ist mein absoluter Favorite momentan. Und dann toppe ich mir das einfach mit ein paar Sojaflocken, einfach auch nochmal hier ein paar Proteinchen, die wir dazufügen können. Sojaflocken haben nämlich auf 100 Gramm erstaunliche 32 Gramm Proteine und nur 17 Gramm Kohlenhydrate, aber 24 Gramm Fett, darf man auch nicht vergessen. Richtig proteinreiches, leckeres Frühstück, das habe ich dann beim Arbeiten gesnackt, das muss deswegen morgens bei mir immer sehr, sehr schnell gehen. Aber dafür kann ich mir beim Mittag, das war dann nach der Arbeit, ein bisschen mehr Mühe geben. Da hatte ich dann nämlich 100 Gramm Linsennudeln. Da habe ich die von Barilla jetzt mal getestet. Normalerweise nehme ich da immer die von DM oder Kaufland oder Lidl, die ganz simplen. Da gibt es ja auch Erbsen- oder Kichererbsennudeln von, mag ich sehr gerne. Ich finde, man muss sich am Anfang schon an den Geschmack ein bisschen gewöhnen. Ist nicht so jedermanns Sache, aber wenn du dich darauf einlässt, dann lernst du den Geschmack einfach zuzulassen und zu schätzen. Ich finde Linsennudeln super lecker, die Barilla-Nudeln waren wirklich ultra gut. Eine kleine Tomatensoße dazu gemacht, einfach aus passierten Tomaten, beziehungsweise da hatte ich noch so mit Stückchen irgendwie so eine eigentlich passierte Tomaten mit ein paar Gewürzen, glaube ich, aber kein Zucker und Tomatenstücken oder so. Da habe ich jetzt ein bisschen Salz noch zugemacht, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Paprika, edelsüß und das war's. Habe das dann auf meine Nudeln draufgegeben als Soße und noch ein bisschen Gemüse dazu gemacht, weil eigentlich jede Mahlzeit bei mir Gemüse beinhaltet. Hier hatten wir dann ein bisschen Erbsen, ein bisschen Brokkoli, richtig, richtig lecker. Und dann habe ich ein bisschen Hefeflocken mit drauf gemacht. Mache ich normalerweise jetzt nicht so oft, aber ich dachte mir, fürs Video zeige ich euch mal, das ist nämlich ein ganz, ganz guter veganer Parmesanersatz tatsächlich. Parmesan hat mir jetzt noch nie so gut geschmeckt, deswegen bin ich da kein Richtwert. Aber ich habe das auch testen lassen von nicht-veganen Menschen, die haben gesagt, total lecker, schmeckt halt wie Parmesan, sehr ähnlich und sehr viel gesünder, kann ich euch empfehlen. Nach der Arbeit war ich dann halt noch spazieren, nachdem ich gegessen hatte, um das so ein bisschen zu verdauen und bin abends sogar noch zum Sport gegangen und da habe ich dann mein Pre-Workout so eine Stunde vorher gegessen. Das waren meine ungesüßten Mais,
Cornflakes mit Hafermilch, ganz simpel. Ich muss gestehen, ich habe meinen Proteinshake vergessen. Eigentlich achte ich nämlich darauf, dass ich vor dem Training eine kohlenhydratreiche und eine proteinreiche Mahlzeit habe, um einfach genug Energie im Training zu haben. Ich habe euch das in meinem ersten Video nochmal aufgeschlüsselt, warum genau und welche Funktionen die Mahlzeit haben und so weiter. Guckt das Video sonst gerne nochmal. Habe es aber jetzt für dieses Full Day of Eating vergessen. Und habe einfach nur die Cornflakes enjoyed. Kann man auch mal machen. Naja, aber wenigstens habe ich meine Shakes dann noch vorbereitet fürs Training. Und das bedeutet, ich mache mir jetzt meine Pre-Workout-Shakes. Ein Meta Plus, das ist ein Booster, also so ein Pre-Workout-Getränk. Muss man nicht machen, kann man machen. Ich mache das gerne, weil es auch immer den Stoffwechsel anregt und so weiter. Habe da dann noch ein paar EAAs dazu gemacht. EAAs sind Aminosäuren, also Proteine, aber ganz simpel gesagt. Und das trägt nochmal dazu bei, dass dein Muskel einfach während des Trainings versorgt ist. Du kannst es auch im Training trinken. Allerdings ist mein Training jetzt nicht so super lang. Da kann ich das auch einfach mal davor trinken. Das reicht völlig aus. Habe nach dem Training dann ganz brav nochmal meinen Eiweißshake getrunken, um dann zu Hause abends ein ganz, ganz leichtes Abendessen noch zu haben. Und zwar Salat. Ich habe nämlich jetzt auch eine neue Challenge gestartet, nämlich eine Woche lang nur Salate abends essen. Mal gucken, was passiert, ob wir uns morgens irgendwie flacher fühlen oder so. Video dazu findet ihr dann auch demnächst hier auf meinem Kanal. Den Salat habe ich angerichtet mit, ich glaube, das war, ich muss überlegen, 2 Tage her. Babyspinat war dabei, Gurke war dabei, Tomate war dabei, Pilze waren dabei und ich habe das Ganze mit Tofu getoppt. Hier habe ich jetzt kein Senfdressing gemacht. Ich habe ja in meinem letzten Video erzählt, dass ich das momentan so gerne mag. Ich finde das mit den Pilzen irgendwie, das passt manchmal doch nicht so gut. Deswegen nehme ich da gerne auch nur ein bisschen Leinöl und Balsamico, Salz, Pfeffer. And that's it. Weil ich noch ein paar Kalorien offen hatte, habe ich so ein paar Maischips noch gesnackt beim Fernsehen gucken. Aber das war es dann auch tatsächlich. Und dann war ich am ersten Tag bei meinen ca. 2000 Kalorien, die ich planmäßig essen wollte. Motiviert habe ich den nächsten Tag mit einem ähnlichen Frühstück gestartet. Ihr wollt, guck mal, wie groß diese Kiwi ist. Wow. Sah auch super lecker aus und hatte ich große Lust drauf. Ich habe im Prinzip auch wieder während der Arbeit gegessen und dann habe ich aber zum Mittag etwas saugeiles gegessen, nämlich Protein-Wraps. Und ich habe die allerbesten Protein-Wraps gefunden. Okay, die sind nämlich im Edeka. Die sind vegan, die sind low-carb und sie sind high-protein und sie sind unfassbar lecker. Also ihr müsst sie unbedingt mal austesten. Da habe ich mir einfach ein bisschen Gemüse geschnitten. Da habe ich mein Weihnachtswichtelgeschenk für benutzt. Habe ich von meiner Schwägerin bekommen und ich lieb's. Das ist ein so Gemüseküchen-Slider und ich habe ja den Nice Dicer. Ihr wisst schon, dieses große Ding, wo du so, ne, was du so zumachst, wo du so kleine Sachen, also wo du so Gemüse würfeln kannst und so. Finde ich ganz geil, aber ist das Geld nicht wert. Ehrlich gesagt, nach ein paar Jahren, muss ich das sagen, ging schnell schon, ja nicht kaputt, aber ging schnell schon, doch kaputt eigentlich, kannst du sagen. Ja, auf jeden Fall habe ich das bekommen und das schneidet dir die Gurke zum Beispiel einfach so original wie beim halt so Falafelladen oder so. So geil. Für mich ein absoluter Gamechanger. Ich liebe das. Damit habe ich mir dann nämlich ein bisschen Radieschen, ein bisschen Gurke geschnitten und dann noch ein paar, habe ich mir ein paar Kichererbsen und Kidneybohnen dazu geholt. Habe das in meinen Wrap eingewickelt. Den Wrap habe ich vorher mit ein bisschen Senf bestrichen, ganz, ganz wenig aber nur. Und dann habe ich mir das in meinen Kontaktgrill geschmissen. Und den Rest einfach als so eine Art kalten Salat aufgearbeitet. Also die Bohnen und das Gemüse mit ein bisschen wieder Leinöl und Balsamico. Ultra lecker, ultra proteinreich. Das war eine richtig gute Mahlzeit, muss ich ehrlich sagen. Und dann wurde ich krank. Dann habe ich dann nicht die Erkältung gepackt. I don't know why, aber ich fühle mich seit irgendwie so circa 30 Minuten. So als würde ich krank werden. Mein Hals tut weh, das heißt Zeit für Vitamine. Here we are. Das heißt, ich habe gestern dann nur noch Cornflakes eine Schüssel gegessen and that's it. Ich war überhaupt nicht in der Mood, also nee, auch kleines Update hier, wir haben einen Diättag offiziell auch verkackt. Es stand heute Morgen, habe ich einen schönen Milchreis gegessen, den habe ich nicht gefilmt, weil er mir angebrannt ist und ich ihn noch retten musste. Aber ich bin heute Morgen auf jeden Fall back on track direkt gewesen. Milchreis mit Apfelmus, das Rezept zu dem Milchreis ist auch auf meinem Kanal. Und ich habe vor, heute wieder durchzuziehen. Natürlich gehe ich jetzt nicht zum Sport. Das heißt, ich werde so essen, als wäre es ein Rest Day. Werde mich überhaupt nicht verrückt machen, bin ich ehrlich. Ich versuche trotzdem ein paar Schritte zu machen, nicht ganz so viel, weil ich merke schon, dass das Milch, wenn ich
10 Bier schon ein bisschen weghaut. Deswegen versuche ich aber einfach nicht komplett verarbeitet zu essen. Ich neige dazu, dass wenn ich krank bin oder meine Periode habe, einfach voll verarbeitet esse, weil mich dann irgendwie so frische, gesunde, vollwertige Lebensmittel nicht mehr so ansprechen. Normalerweise, I'm down for it. Ich bin, glaube ich, der größte Rohkostliebhaber, Gemüse, Früchteliebhaber ever. Aber wenn ich mich nicht fühle, dann neige ich immer so zu, you know, verarbeiteten Fertigprodukten. And we don't want it. So, deswegen, ich werde auf jeden Fall berichten, auf Instagram fleißig dokumentieren, wie mein Krankheitsverlauf hier ist. Ey, ich übertreibe auch maßlos, ich habe eine Erkältung. Aber that's what I eat momentan. Es wird noch ein richtiges Full Day of Eating kommen, ein schönes Full Day of Eating. Ein vielleicht auch live mitgevloggtes Video. We will see. Vielleicht konnte ich euch trotzdem ein bisschen inspirieren oder so einen kleinen Einblick in meine momentane Ernährung geben. Und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin und tschüss.